weiter Waffen und Geld nach Israel. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat im Bundestag einen Antrag gestellt, dass diese Waffenlieferung, dass diese Geldzahlungen enden sollen. Und die CDU, ihr erratet es schon, die hat sich natürlich todesmutig dagegen gestellt und will, dass Deutschland weiter Waffen an Israel liefert. Die Rede dazu schauen wir uns gleich an, aber zuerst mal eine Statistik. 68% der deutschen Bevölkerung, auch 68% der CDU-Wähler, lehnen die Waffenlieferungen an Israel ab. Die deutsche Bevölkerung ist sich also relativ einig, aber hey, Deutschland muss hier natürlich die geostrategischen Interessen der USA sowie die Interessen unserer Rüstungsindustrie vertreten. Und die rechtsradikale israelische Regierung, während sie weiter zahlreiche Zivilisten umbringt, mit Waffen beliefern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Israel hat letztes Jahr 75 Jahre Staatsgründung gefeiert. Das war nur möglich, weil Israel ein wehrhafter Staat ist, der seine Existenz schon mehrmals in seiner Geschichte mit Waffengewalt verteidigen musste. Israel ist ein Rechtsstaat. Das stimmt nicht. Also das ist vollkommen ahistorischer Unsinn. Und schauen wir uns doch mal die israelischen Kriege an. Der israelische Unabhängigkeitskrieg war eine Folge der Nakba. Die arabischen Nachbarstaaten von Israel fanden das nicht so gut, dass dort zionistische Milizen, die dann den Staat Israel ausgerufen haben, im britischen Mandatsgebiet Palästina eine ethnische Säuberung durchführen und sich aggressiv über die in den UN-Teilungsplan vorgegebenen Grenzen hinwegsetzen. Deswegen kam es zum israelischen Unabhängigkeitskrieg, bei dem eine Vernichtung des jungen Staates Israel auch gar nicht zur Debatte stand. Dafür hatten die arabischen Staaten gar nicht das notwendige Militär. Der nächste israelische Krieg war der Suezkrieg 1956, wo Israel zusammen mit Großbritannien und Frankreich Ägypten überfallen hat, nachdem dieses es gewagt hat, den Suezkanal zu verstaatlichen. Der nächste Krieg war der Sechstagekrieg, als Israel 1967 seine gesamte Nachbarschaft, also Syrien, Jordanien und Ägypten, überfallen hat und riesige Gebiete annektierte. Nachdem man sich im Camp David Abkommen, also danach kommt der Jom Kippur-Krieg, dann kam das Camp David Abkommen mit Ägypten und nachdem man sich mit Ägypten geeinigt hatte, kam schon der nächste Krieg. Israel marschierte in den Libanon ein. Die brutale israelische Militärbesatzung führte zum Aufstieg der Hezbollah. Also wir sehen, in der gesamten israelischen Geschichte war Israel militärisch nicht von Vernichtung bedroht, zumal Israel seit dem Sechstagekrieg Atomwaffen hatte. Mit einem Atomwaffenprogramm, das übrigens von Deutschland bezahlt wurde. Also wir reden hier von einer hochgerüsteten Atommacht, die regelmäßig ihre Nachbarländer überfällt, dort völkerrechtswidrige Gebiete besetzt und die autochthone Bevölkerung vertreibt und die in ihrer Geschichte nicht existenziell bedroht war. Das ist ahistorischer Unsinn, egal wer euch das erzählt. Staat, eine lebendige Demokratie, die intensiv um den richtigen Weg ringt. Und wir sehen das auch in Israel an den Demonstrationen, zu denen sich jede Woche Zehntausende versammeln. Also wie man intensiv um den richtigen Weg ringt, das hat der israelische Bildungsminister gezeigt, als er kurz vorm israelischen Einmarsch in den Libanon gesagt hat, ja, wenn die Dinge sich so entwickeln würden, dann würde man den Libanon vernichten. Und wenn Netanyahu, der gesagt hat, ja, wir werden aus dem Libanon ein zweites Gaza machen. Wir können uns mal anschauen, was Netanyahu zu Gaza sagt. Wir werden Gaza zu einer Insel aus Ruinen machen, hat er vor ungefähr einem Jahr zu Gaza gesagt. Und 2/3 der Gebäude in Gaza sind zerstört, über 40.000 Menschen sind tot. Also Netanyahu hat Wort gehalten. Oder Bezalel Smotrich, es wäre moralisch gerechtfertigt, die 2 Millionen Palästinenser in Gaza verhungern zu lassen. Aber leider hat da die internationale Gemeinschaft was gegen. Das ist die rechtsradikale Regierung, die dort gerade um einen richtigen Weg ringt. Jeder, der verdächtigt wird, irgendwie pro-palästinensische Positionen zu haben, der muss in Israel mittlerweile mit juristischen Repressionen rechnen. Man kann in Israel wirklich Konsequenzen dafür erleiden, wenn man beispielsweise an die Nakba gedenkt, also die Vertreibung der Palästinenser während der israelischen Staatsgründung. Das ist die Situation in diesem Land. Amen. Man kann Israel, man kann selbstverständlich die israelische Politik von hier aus aufs Heftigste kritisieren. Selbstverständlich, keine Frage. Aber man muss schon sehen, die Menschen in Israel sind jeden Tag Bedrohung und Angriffen ausgesetzt. Die Hamas feuert aus dem Süden des Gazastreifens regelmäßig noch Raketen auf israelisches Territorium. Und die Tunnel Richtung Ägypten, die man in Rafah gefunden hat, zeigen, dass das militärische Vorgehen dort für die Sicherheit Israels notwendig war. Und es liegt jetzt an der Hamas, mit einer Zustimmung zum Biden-Plan
diesen Krieg zu beenden. Vor allem müssen die Geiseln. Die Hamas hat Israel schon kurz nach dem 7. Oktober die Freilassung aller Geiseln angeboten, im Gegenzug für die Freilassung der palästinensischen Geiseln, die sich aktuell in israelischen Foltergefängnissen befinden, und einen dauerhaften Waffenstillstand. Israel hat das abgelehnt, so wie Israel auch alle weiteren Verhandlungsangebote abgelehnt hat. Israel hat diese Verhandlungsangebote dadurch beantwortet, indem es den Verhandlungsführer der Hamas, Haniyeh, ermordet hat. Auf iranischem Staatsgebiet natürlich noch, um den Iran maximal zu provozieren. Geiseln sofort freigelassen werden. Eine weitere große Gefahr für Israels Sicherheit besteht im Norden. Täglich werden Dutzende Raketen der Hisbollah auf Israel abgefeuert. Also Israel hat seit Oktober letzten Jahres ungefähr viermal so viele Angriffe auf libanesisches Staatsgebiet geflogen wie die Hisbollah auf israelisches Staatsgebiet. Bei den israelischen Angriffen sind rund 2000 Menschen gestorben. Die meisten Opfer waren Zivilisten. Bei den Angriffen der Hisbollah sind weniger als 100 Menschen gestorben. Die meisten Opfer waren Soldaten. Die Hisbollah greift militärische Ziele an, Israel greift zivile Ziele an. Aber hey, die Hisbollah ist die Terrororganisation und Israel verteidigt sich nur selbst. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Antisemit. Und Zehntausende Israelis sind seit dem 7. Oktober von dort immer noch evakuiert und können nicht in ihre Dörfer zurück. 1 Million Libanesen befinden sich auf der Flucht. Und deswegen ist die Gruppe BSW mit diesem Antrag nicht nur geschichtsvergessen unterwegs, sondern fällt auch auf die Hamas in diesem Fall herein. Es ist nämlich jetzt notwendig, angesichts zigtausender Raketen, die von der Hisbollah auf Israel gerichtet sind, angesichts der täglichen Angriffe, die Israel mit Dutzenden Raketen jeden Tag erleiden muss, angesichts der Angriffe des Irans, die nur wenige Wochen zurückliegen, dass wir weiter auch jetzt klar an der Seite Israels stehen. Und so ein Antrag, meine Damen und Herren, ist eine Sache, aber tatsächliches Handeln ist eine andere. Ich erwarte, dass die Bundesregierung weiter alles dafür tut, unsere israelischen Freunde zu unterstützen. Das heißt auch, in diesen Tagen Ausfuhranträge unverzüglich zu bearbeiten. Es wäre ein schwerer Fehler, wenn das nicht gelingt. Und die Kollegin Düring und der Kollege Schwabe haben hier ein etwas unklares Bild hinterlassen, was die Frage betrifft, ob denn jetzt Anträge zu einer Entscheidung anstehen. Wir werden da genau hinschauen. Wir stehen an der Seite Israels, auch in diesen Zeiten. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Herzlichen Dank. Ja, nur es geht nicht um Israels Sicherheit, es geht um die Verwirklichung von Groß-Israel. Und Smotrich hat es schon gesagt, Jerusalem, das könnte auch bis Damaskus reichen. Also zu Groß-Israel gehört das gesamte biblisch verheißene Land Israel, das gesamte Eretz Israel. Das reicht vom Euphrat bis zum Nil. Die israelische Ultrarechte will die gesamte Region umgestalten und bedroht alle Länder der Region mit Vernichtung. Der israelische Bildungsminister hat vor kurzem im israelischen Fernsehen auf einem Sender, wo schon dutzendfach zum Völkermord an Palästinensern aufgerufen wurde, gesagt, wenn die Dinge sich so weiterentwickeln würden, da werde der Libanon vernichtet werden. Denn das sei ja sowieso kein souveräner Staat. Netanyahu hat dem Libanon gedroht, ihn zu einem zweiten Gaza zu machen. Wir haben es hier mit einer rechtsextremen Regierung zu tun, die einen Kurs aggressiver territorialer Expansion fährt. Und wir sehen es, CDU unterstützt den Völkermord in Gaza, die CDU unterstützt den Angriffskrieg im Libanon sowie den angekündigten Völkermord dort. Also aktuell sind es nur Ankündigungen und nur 2000 Tote, aber es kann sehr schnell mehr werden. Also bei der ersten israelischen Besatzung im Südlibanon, da sind in den ersten 10 Wochen, also das war 1982, 17.000 Libanesen und Palästinenser getötet worden. Ja, aber die israelische, ja, aber wir stehen an der Seite Israels. So kann man, glaube ich, die Haltung aller deutschen Parteien von der Ampel über die CDU bis zur AfD zusammenfassen.